Doch, okay, kann ich. Ich habe also mit Interesse Ihre beider Vorträge gehört. Ich bekenne mich offen dazu, ich bin kein Mitglied der AfD. Ich bin auch kein Sympathisant der AfD. Das heißt, ich stehe politisch. Muss ich, also jetzt, Entschuldigung, jetzt geht's. Ich bin also weder Mitglied noch Sympathisant der AfD. Ich stehe sogar auf der, eigentlich auf der, politisch auf der anderen Seite. An Ihrer beiden Vortrag fiel mir eigentlich auf, wenn Sie 1871 gelebt hätten, hätten Sie diese Vorträge ebenfalls halten können. Wir hätten aber kein Deutschland, sondern wir hätten die Vielstaaterei, was wir eigentlich so sehen. Die andere Frage ist, ich verstehe nicht, wenn die Wirtschaft, ja, das muss, das wird ein bisschen, ich verstehe also nicht, wenn die europäische Einigung von Ihnen eigentlich so bekämpft wird, warum Sie nicht sagen, wir brauchen die USA, wir brauchen eine einheitliche Finanz-, Wirtschaft-, Sozialpolitik, damit wir in der Zukunft bestehen können. Also Vorsicht, Vorsicht, Sie insinuieren da etwas, was ich nicht gesagt habe und was ich auch nicht meine. Wir bekämpfen nicht die europäische Einigung, wir bekämpfen nicht mal die Europäische Union. Wir bekämpfen die Konstruktion, so wie sie besteht. Und wir sind, in dem Punkt haben Sie völlig recht, nicht der Meinung, dass wir eine einheitliche Wirtschafts-, Finanz-, Arbeitsmarkt-, Sozialpolitik brauchen. Brauchen wir nicht. Weil wir dazu nämlich zu Teilen auch unterschiedliche Vorstellungen haben innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Europäische Union ist ein Staatengebilde, das seine Berechtigung daraus zieht, dass es gewisse Aufgaben gibt, die man in der Fachsprache als supranational bezeichnet. Man kann zum Beispiel mit Fug und Recht zu dem Ergebnis kommen, dass wenn wir eine vernünftige Migrationspolitik machen sollten, dass nicht 27 Mitgliedstaaten, ich habe die Briten schon rausgerechnet, Sie merken es, separat machen sollten, sondern dass wir uns hier auf eine gemeinsame Linie verständigen, dass wir eine gemeinsame Zuwanderungspolitik machen, wenn die Staaten das denn wollen. Wir können uns darauf verständigen, dass wir in Teilen bei grenzüberschreitenden Umweltproblematiken eine gemeinsame Umweltpolitik machen müssen. Ergibt Sinn. Man kann auch darüber nachdenken, ob es klug ist, wenn wir uns im Grundsatz einig sind, wie es aussehen soll, eine gemeinsame Verteidigungspolitik zu machen, damit wir nicht 27 Armeen haben. Was wir aber nicht brauchen, ist eine EU so, wie sie derzeit funktioniert. Das ist nur eines meiner Fachgebiete. Ich könnte Ihnen den EU-Haushalt jetzt rauf und runter deklinieren. Dann schauen Sie sich mal an, wofür was da das Geld ausgegeben wird. Das ist gequirlter Irrsinn. Und zwar zu nicht 100%, aber zu reichlich 80%. Und dagegen wenden wir uns. Wir wenden uns nicht gegen die Europäische Union in toto. Die hat ihre Verdienste. Sie hat zum Beispiel ihre Verdienste aus dem 20. Jahrhundert, die Einigung, auch tatsächlich einen Nie-Wieder-Krieg, tatsächlich transportiert zu haben. Und wir wollen doch nicht dahinter zurück. Das wäre auch nachgerade töricht. Das kann das Ziel nicht sein. Aber die EU macht jede Menge Unfug. Und ich könnte Ihnen jetzt Regulierungswahn rauf und runter spielen, ob das die Breite und Dicke einer Pizza Napoletana ist oder eine Schnullerkettenverordnung, wo auf 50 Seiten dargelegt wird, wie eine Schnullerkette zu beschaffen sein hat und so weiter und so fort. Mit sowas beschäftigen die sich. Und mit Förderprojekten, die zu Teilen an Absurdität nicht zu überbieten sind, da wandert das Geld erst aus den Nationalstaaten rauf nach Brüssel und dann sickert es zurück und dann wird es als Segen aus Brüssel dargestellt. Das alles ist hochgradig absurd. Dagegen wenden wir uns. Nicht gegen die Europäische Union im Ganzen. Ja, vielleicht noch als kleine Ergänzung. Dieses EU-Konstrukt, was wir haben, kann man ja eigentlich schon an dem Ansatz, welche Staatsform wollen wir zukünftig haben? Sie sprechen sehr nett, sehr schön von einer europäischen Einigung, aber wir haben auch demokratietheoretische Ansprüche. Der demokratietheoretische Anspruch an die Demokratie bedeutet One Man, One Vote. Das haben wir im Europäischen Parlament nicht. 10 deutsche Stimmen sind eine Malteser Stimme. Das ist ein Vergehen gegen das Demokratieprinzip. Und jetzt muss man natürlich sagen, naja, da werden natürlich Minderheitenrechte geschützt. Das ist ja was Nettes. Ja,
Aber eine solche Konstruktion, warum hat man diese Konstruktion so gemacht? Wir hatten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, hat wunderbar funktioniert. Für alle wunderbar funktioniert. Es ist ein Konstrukt der politischen Eliten, um die politischen Eliten an der Macht zu halten und letztlich die nationalen Identitäten der einzelnen Nationalstaaten zu ruinieren. Und das ist ein globalistischer Ansatz und das hat nichts mit Demokratie und das hat nichts mit Einigung zu tun. Meine Damen und Herren, einmal ganz kurz in einer Sache. Ich habe hier einen Ausweis gekriegt von einem Herrn aus den Niederlanden. Der Name ist Fabian Thomas Klaus. Befindet er sich hier im Saal? Ach so. Dann darf ich Ihnen Ihre Papiere zurückgeben. Bitteschön. Ja. Asylantrag. So, dann gehen wir zum nächsten Fragesteller. Das war der junge Mann hier mit der Grund... Waren Sie zuerst oder Sie zuerst? Sie. Also mein Name ist Lothar Upadeck und ich hätte eine Frage. Kann man die Kanzlerin eigentlich für das, was sie da angerichtet hat, zur Rechenschaft ziehen? Kurze Frage, kurze Antwort. Rechtlich nein, politisch ja. Und das Politische sollten wir im September nutzen. Guten Abend, mein Name ist Albert Schwen, komme aus Stolberg. Ich habe keine Frage an Sie, aber ich möchte Ihnen einen kleinen Tipp geben. Ich bin seit mehreren Monaten aktiv in mehreren Foren politischer Art auf Facebook. Ich habe jeden Tag tausende von Diskussionen und Kommentaren. Ich weiß genau, was in Deutschland läuft, können Sie mir glauben. Ich habe einen kleinen Tipp für Sie. Das Hauptproblem für die AfD ist die Angst der Bürger. Viele Bürger würden gerne zur Partei stehen, werden aber von den Nachbarn, vom Chef und anderen Leuten gemobbt. Ich kenne viele Leute privat, persönlich, auch meine Kollegin hier, die sagen ganz einfach, ich würde gerne zur AfD stehen, aber ich kriege Probleme. Ja, wir müssen das irgendwie schneller rausstellen. Und noch eine Bitte, was mir auffällt, viele Bürger sind der Meinung, weil die meisten ja gar nicht ihr Programm kennen und lernen, dass sie gegen Ausländer wären. Ich sage da immer wieder, ja, wir sind gegen kriminelle Ausländer, gegen die Leute, die sich ordentlich anpassen, die unsere Gesetze nicht akzeptieren. Das würde bitte stärker herausstellen, dass wir nicht gegen Ausländer generell sind, sondern nur die, die unter Grundgesetz mit den Füßen treten. Ja? Das muss ausgearbeitet werden. Ich werde bei Ihnen beitreten, ich werde für Sie arbeiten. Ich liebe die AfD, weil Sie die einzige demokratische Partei sind in Deutschland. Dankeschön. Sehr ehrenwert. So. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Nur eines vielleicht zu dem Ärzte. Erstmal vielen Dank für die Wortmeldung. Nur eines zu den Schwierigkeiten, die Menschen haben, die sich zur AfD bekennen. Das ist leider so. Wir arbeiten massiv dagegen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Sie können sich vorstellen, dass viele ein vehementes Interesse daran haben, dass genau das aber so bleibt, sich sogar noch verstärkt. Und es ist ganz schwer, damit umzugehen. Also für AfD-Politik braucht es, da beißt die Maus keinen Faden ab, einen gewissen Mut, weil man damit nicht nur Freunde hat, sondern auch Feinde sich machen. Das wird sich aber, wenn wir uns etablieren, und wir sind schon sehr weit im Stadium der Etablierung, mit den Jahren erledigen. Aber noch sind wir da nicht, noch ist es so, dass man diese Anfeindungen hat, noch muss man sein Haus auch schützen, noch muss man sein Auto schützen und so weiter. Das gibt es zu teilen tatsächlich. Jedenfalls dann, wenn man sich exponiert, wenn man auf die Funktionärsebene kommt, brauchen wir alle Schutz. Das ist betrüblich. Ich höre raus, Sie bedauern das. Wir bedauern das wahrscheinlich alle hier im Raum, weil das im Grunde genommen ein Schlag ins Gesicht der Demokratie ist. Aber die Wahrheit ist, noch ist es so, und wir hoffen und arbeiten daran, dass es sich bessert mit der Zeit. Auch ich würde gerne da noch eine Bemerkung dazu machen. Freiheit ist etwas, was man nicht geschenkt bekommt. Freiheit muss man erkämpfen. Da sind wir entwöhnt. Wir haben eine 70-jährige linksideologische Indoktrination mit dem Gift des Sozialismus. Der linke Terror wird finanziert mit Millionenbeträgen über Staatskassen, über Kommunalkassen etc. etc. Verdeckt, man kann es kaum nach, es gibt ein wunderbares Buch von meinem Freund Christian Jung, Der Linksstaat, wo die Finanzierungsströme sehr deutlich aufgezählt werden.
Freiheit muss man sich erkämpfen. Und das Problem besteht darin, dass wir in einer Wohlfühlgesellschaft, in einer Blase noch leben und wir fühlen uns noch wohl, die meisten Menschen fühlen uns noch wohl in diesem Nanny-Staat. Aber diesen Nanny-Staat, der geht dem Ende zu, meine Damen und Herren. Und die CDU hat es geschafft, dass sie sozusagen den Konservativen, also den werthaltenden Bürger, am Nasenring durch die Manege gezogen hat, von einer rechten Position zu einer linken Position. Und der Bürger hat es noch gar nicht gemerkt. Und unsere Aufgabe ist es als AfD, und das sind die wirklich nicht furchtsamen Leute, die diese Freiheit sich nehmen, den Bourgeois wieder zum Citoyen zu machen, der Herr seiner eigenen Entscheidungen und seiner eigenen Zukunft. Und das ist unsere Aufgabe. Ja, Holger Hexgen, Kreisverband Mönchengladbach. Wir haben gerade gehört, dass wir uns mit der Euro-Rettungspolitik beschäftigen müssen. Wir wissen aber auch, dass die AfD wahrscheinlich erst, um den Euro tatsächlich irgendwann mal abzuschaffen, vielleicht noch 4 bis 5 Jahre braucht, bis sie mal in eine mögliche Regierungskoalition kommt. Welche Pläne haben Sie, speziell auch im Bundesfachausschuss, vorliegen, um den Euro tatsächlich abzuschaffen? Also wie soll es funktionieren? Naja, es gibt der theoretischen Möglichkeiten viele. Ich muss ein klein wenig ausholen, weil das schon eine fachliche Frage ist. Wir wenden uns nicht grundsätzlich gegen gemeinsame Währung da, wo sie sinnvoll ist. Wenn wir die Konvergenz, die der Maastrichter Vertrag fordert, haben, dann geht das. Es ergäbe zum Beispiel keinen Sinn, weil der Schaden größer wäre als der Nutzen, jetzt zurückzugehen zu 27 nationalen Währungen. Etwa ein Währungsverbund zwischen den Niederlanden, Österreich, Deutschland, um mal 3 zu nennen, ergibt Sinn, weil wir da mächtig Transaktionskosten einsparen können und weil wir das gleiche Stabilitätsverständnis haben, weil wir ähnlich leistungsstarke Volkswirtschaften haben. Das muss gar nicht sein. Die Frage ist jetzt, wie trennen wir uns voneinander dort, wo diese Konvergenz nicht existiert und wo sogar zunehmende Divergenz entsteht. Und das kann sein, dass die einen austreten, das kann sein, dass die anderen austreten. Also ich habe zum Beispiel nicht die ultimative Forderung, das ist meine persönliche Sicht, dass wir den deutschen Austritt zwingend brauchen. Es könnten auch die Griechen und Italiener und so weiter aussteigen. Also Frage Grexit oder Dexit, wie auch immer. Entscheidend ist, dass wir nicht in einem Währungsverbund bleiben. Soweit zu dem aus der Theorie optimaler Währungsräume von Mandel kommenden Konstrukt, wie das aussehen müsste. Das praktisch umzusetzen, da legen Sie den Finger voll in die Wunde, das Potenzial haben wir nicht und alle anderen Parteien halten ja daran fest. Solange das so ist, wird sich das also auf einem geplanten Weg nicht vollziehen. Und was unsere größte Sorge ist, dass es, wenn es sich nicht geplant vollzieht, sich in Form eines Zusammenbruches vollziehen wird. Das kann durchaus bis 2021 passieren. Das wäre ökonomisch katastrophal für den gesamten jetzigen Währungsbereich. Deswegen hoffen wir, dass es sich geordnet vollzieht. Wir können nicht mehr als Vorschläge machen, denn wir sind nicht in Regierungsverantwortung. Mehr geht nicht. Gerne. Ja, vielen Dank. Meine letzte Frage wäre, ich weiß ja, dass es diesen Bundesfachausschuss gibt und sehr wahrscheinlich werde ich auch Mitglied dieses Fachausschusses werden in Berlin. Dann sehen wir uns vielleicht wieder. Ja, ich bin da nicht in dem, ich bin in dem anderen. Okay, die Frage ist, in welchem Rhythmus dieser Fachausschuss tagte oder wenn er neu organisiert wird, dann in Zukunft tagen wird. Oh, das ist vom Bundesfachausschuss zu Bundesfachausschuss unterschiedlich. Sie sprechen hier vom Bundesfachausschuss 2, ja. Da war ich nicht drin. Ich habe den 3 lange geleitet und da hatten wir so einen Turnus von etwa alle 2 Monate eine Sitzung, was nicht heißt, dass dazwischen nicht gearbeitet wurde. Dazwischen wurden die Arbeitspapiere erstellt und dann war jeweils Sitzung, wenn Sie so wollen, des Plenums, also etwa in dem Rhythmus. Dann vielleicht eines noch, ich hatte Sie persönlich angeschrieben, ich weiß nicht, vor ungefähr 2 Wochen und wenn Sie Zeit haben, wäre ich sehr froh, wenn Sie mir auf meinen Brief antworten würden. Und ich gehört jetzt nicht hierhin, aber ich wollte das nur kurz, weil ich Sie nicht persönlich kenne. Und okay, ging um das Euro-Thema und um den Ausschuss. Ich muss da ein bisschen um Nachsicht bitten. Wenn Sie sehen, was ich am Tag an Mails bekomme und an persönlichen Briefen bekomme, und die sind oft sehr interessant und sehr lesenswert,
dann kann ich Ihnen sagen, das kann ich nicht alles selbst bearbeiten. Da kommt nicht mal mein Büro hinterher. Das ist einfach so, dass das alles auf mich dann stark zukommt. Und ich muss um Verständnis, um gewisses Verständnis dafür bitten, dass ich es schlicht nicht schaffe, auch mit meinen hervorragenden Mitarbeitern. Ich schaffe, so viele habe ich übrigens gar nicht. Ich komme da nicht immer hinterher. Das geht oft bis tief in die Nacht mit diesen Mails und Antworten. Und trotzdem bleibt einiges einfach unbearbeitet. Das ist im Tagesgeschäft nicht ganz zu schaffen. Aber wir können uns gerne gleich noch kurz unterhalten. Ja? Herr Meuthen, mein Name ist Langen, Matthias Langen aus Erfstadt. Ich habe eine Frage. Sie haben heute im Zusammenhang mit dem Paragraphen 16 und 16a das Grundgesetz erwähnt. Das Artikel. Bitte das Mikrofon ganz nah an den Mund halten, dann kann man Sie besser ganz hören. Ganz nah, noch näher. Ja, genau. So. Im Rahmen von 16a GG Grundgesetz erwähnt. Nur steht aber in diesem selben Grundgesetz in 146 der schöne Satz, dass da eine Verfassung gefordert ist. Wir haben einen Verfassungsschutz, wir haben gar keinen Grundgesetzschutz. Ist es eigentlich pingelig, da zu differenzieren? Diese Verfassung soll uns doch noch gegeben werden, nach freier Entscheidung des deutschen Volkes. Ja, ich weiß das wohl, das ist mir alles sehr bewusst, diese offene Flanke haben wir. Ich habe eigentlich, wenn man es mal historisch betrachtet, ich habe eine große Chance gesehen, es nach 146 zu machen. Sie brauchen dazu eine konstitutionelle Situation. Die haben wir gehabt im Zuge der deutschen Einigung. Da hätte man nach 146 gehen müssen, da hätten wir das Problem weg, dann hätten wir eine echte Verfassung. Haben wir nicht. Dafür mag es Gründe gegeben haben, mich haben sie nie überzeugt. Wir hätten es 1990 nach 146 machen sollen, wäre klüger gewesen. Jetzt haben wir diese konstitutionelle Situation nicht und werden sie auf absehbare Zeit wahrscheinlich auch nicht haben. Und deswegen werden wir eine Verfassung im eigentlichen Sinne, auch wenn das der allgemeine Sprachgebrauch ist, so tatsächlich auf kurze Sicht nicht bekommen. Das mag man beklagen. Ganz kleine Ergänzung würde ich dazu sagen, und zwar eine politische Ergänzung. Nachdem die bei der Wiedervereinigung eben nicht wahrgenommen worden ist, diese Möglichkeit der Schaffung und der Verabschiedung einer Verfassung. Aus politischen Gründen, das würde viel zu lange dauern, jetzt das zu debattieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, eine Alternative für Deutschland müsste diese Frage thematisieren. Aber meine Damen und Herren, wir wären sackdoof, wenn wir das täten. Weil dann hätten wir den Gegner ja schon wieder ein zusätzliches Argument gegeben. Die wollen sich gar nicht ans Grundgesetz halten, die wollen was ganz anderes. Also so doof müssen wir nicht sein. Dankeschön. Das ist aber richtig. So, auf meiner Seite hatten Sie noch eine Frage. Mein Name ist Theo Gottschalk vom Erftkreis und ich bin stellvertretender Sprecher. Ich habe die Frage, wie stehen Sie zu der ganzen Geschichte jetzt um Björn Höcke? Wie stehen Sie um die ganze Geschichte jetzt um Björn Höcke, die etwas parteilichen Unfrieden gestiftet hat? Seine Rede war meiner Meinung nach, und da bin ich mit Herrn Gauland eins, noch abgemindert zu dem, was wir 69 von Augstein gehört haben. Wie stellt sich die Bundesspitze zu Björn Höcke, beziehungsweise wie sieht man ihn? Ich meine, ich finde es für mich aus unterirdisch, dass ein Herr Björn Höcke sich 100.000 Mal entschuldigen muss als gewählter Vertreter der AfD und immer wieder neu verprügelt wird. Also da muss man irgendetwas unternehmen und sollte man auch die Bundes-AfD dementsprechend auch versuchen zu einigen. Und das ist meine Antwort. Was habt ihr im Bufo vor? Wie werdet ihr mit Herrn Björn Höcke umgehen? Okay. Sie wissen, dass wir im Bundesvorstand 13 Personen sind. Es kam von einigen im Bundesvorstand, und es stellte sich sehr schnell heraus, einer Mehrheit im Bundesvorstand, aufgrund der Dresdner Rede Höckes vom 17.01. Der Antrag auf ein Parteiausschlussverfahren als Beschlussvorschlag. Es haben sich einige Leute gegen diesen Beschlussvorschlag gewandt, und zwar sehr exponiert. Die Namen sind auch mittlerweile bekannt, deswegen darf ich sie nennen. Das ist Herr Gauland, das ist Herr Poggenburg, das ist Herr Hampel und das bin ich selbst. Und zwar aufgrund
unserer Überzeugung, dass es einer Ordnungsmaßnahme, wenn überhaupt, dann in dieser Dimension nicht bedarf. Ich selbst habe mehrfach gesagt, ich habe mit Björn Höcke darüber gesprochen, ich neige nämlich dazu, mit den Menschen zu sprechen, statt über sie. Und das habe ich länger getan. Und ich habe ihm gesagt, das war die falsche Rede zur falschen Zeit, mit falscher Wortwahl, und ich habe vieles daran kritisiert. Ich bin von dieser Rede alles andere als begeistert. Sie hat uns in sehr schwere See geführt. Das weiß Björn Höcke aber auch, und deswegen finde ich das Fehlereingeständnis, das er am Wochenende gemacht hat, richtig und angemessen. Darüber mag man unterschiedliche Auffassungen sein. Die politische Wirkung dieser Rede, darüber kann man eigentlich nicht anderer Auffassung sein, ist fatal. Es hat unsere Akzeptanz in der Bevölkerung, nicht in Parteikreisen, in der Bevölkerung massiven Schaden zugefügt. Das mag sein. Ich glaube nur, oder ich sage es anders, meine feste Überzeugung ist, dass das Ordnungsmaßnahmen nicht nur juristisch nicht rechtfertigt, sondern auch politisch nicht. Und deswegen habe ich mich dagegen gewendet. Und wir haben Stunden um Stunden um Stunden in etlichen Sitzungen darüber diskutiert. Schließlich wurde es am Montag vergangener Woche abgestimmt und es kamen die für die Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens notwendige Zweidrittelmehrheit gerade eben zustande. 9 von 13 Stimmen sind 69%. Bei 4 Gegenstimmen. Es gab keine Enthaltung. So, und damit haben wir dieses Parteiausschussverfahren und jetzt geht das an die Gerichte. Frau Petri hat dann in die Kameras gesprochen, man habe jetzt Björn Höcke aus der Partei ausgeschlossen mit diesem Beschluss. Das stimmt nicht. Das war ein Versprecher oder ich weiß nicht, warum das so gesagt wurde. Fest steht, dass es jetzt den schiedsgerichtlichen Weg geht und der wird nach meiner Prognose nicht erfolgreich verlaufen. Auch das ist ein Grund, das abzulehnen, aber das müssen die Schiedsgerichte selber sehen. Also erstmal das Landesschiedsgericht Thüringen, dann das Bundesschiedsgericht, gegebenenfalls in zweiter Instanz. Ich sage ein zweites dazu, weil das sowieso gerade die Runde macht. Das hat mich auf der Fahrt hierher massiv beschäftigt. Herr Gauland und ich sind der Meinung, dass spätestens mit dem Fehlereingeständnis von Herrn Höcke am Wochenende eine gute Chance gegeben ist, dieses unserer Partei nicht dienende, das ist aber persönliche Meinung, das ist nicht die Meinung des Bundesvorstands, das ist meine und Gaulands Meinung, nun einzustellen und der Einheit der Partei hier den Vorrang zu geben und das Parteiausschussverfahren zu beenden. Es ist aber offenkundig, dass die breite Mehrheit des Bundesvorstandes hier anderer Meinung ist. Und nun müssen die Schiedsgerichte ihre Arbeit tun. Mehrheiten sind zu respektieren. Was ich nicht respektiert habe und auch nicht respektieren werde, ist die Auffassung, dass Leute wie Gauland und ich unsere abweichende Meinung nicht artikulieren dürfen. Doch, das dürfen wir und das tun wir. Das ist eine elementare Frage für die Zukunft unserer Partei. Und hier muss ein Minderheitsvotum gehört werden. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Herr Professor Dr. Meuthen noch eine Pressekonferenz hat. Lassen Sie Titel mal weg, ich hasse das. Sagen Sie einfach der Herr Meuthen. Herr Meuthen, okay, ich lasse die Titel mal weg. Das war nur ein Gebot der Höflichkeit meinerseits. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Okay. Ich möchte das nicht beschleunigen, ich möchte Sie aber darauf hinweisen, dass wir ein bisschen überzogen haben. Wir haben noch eine Pressekonferenz oben und der Herr Meuthen, der muss heute noch nach Düsseldorf zurück. Wir werden das Ganze jetzt... Karlsruhe und morgen, Karlsruhe, Entschuldigung, und morgen früh Stuttgart, 8 Uhr im Parlament. Ja. Deswegen werden wir die nächsten Fragen noch auf 4 Fragensteller beschränken und halten dann eine Pressekonferenz für die Herrschaften, wenn das für Sie okay ist. Okay? Und ich übergebe dann an Daniela, weil die Seite ist dran. Marco Friedrichs aus Erftstadt. Hallo Herr Meuthen. Sie waren vorletzte Woche Sonntag auch in Berlin gewesen bei der Bundesversammlung. Und da wäre meine Frage erstens, welchen Eindruck Sie davon hatten und mit wem Sie das interessanteste Gespräch geführt haben. Also mein Eindruck von der Veranstaltung war vor allen Dingen der, dass dieses Verfahren zur Wahl des Staatsoberhauptes ein schlechtes ist. Wir wollen das ja direkt demokratisch das Volk entscheiden lassen. Und das habe ich da auch in jedes Mikrofon gebabbelt, das sich mir da geboten hat. Wir halten dieses Wahlverfahren für falsch und ehrlich gesagt, da waren dann so allerlei Showsternchen und die Kameras haben alle auf diese
ja, Olivia Jones draufgebrezelt, weil das angeblich, also muss ja irgendwie ganz, ganz toll sein, einen 3 Meter großen Pumuckl zu haben. Ich fand das, Entschuldigung, ist nicht böse gemeint, ich habe nichts gegen diesen Menschen, ist mir völlig, völlig egal. Aber ich fand das ein bisschen eine Showveranstaltung, das Ergebnis stand vorher fest. Also es war interessant. Es war interessant, dass man mitzuerleben und selber Delegierte zu sein, wobei das Ergebnis ja vorher klar war. Wir würden, und das ist der Punkt, der mir wichtig ist, wir wollen als AfD definitiv nicht diese Form des Wahlverfahrens, des Staatsoberhauptes, wir wollen eine Direktwahl. So, jetzt fragen Sie mich noch, mit wem ich das interessanteste Gespräch geführt habe. Mit allerlei Parteimitgliedern, die ich jetzt mal ungenannt lasse, und dann mit einem FDP-Abgeordneten aus dem Landesparlament Baden-Württemberg hatte ich ein sehr angenehmes und interessantes Gespräch, der mir mehr oder minder zu erkennen gab, dass er mit seiner eigenen Partei, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht immer ganz glücklich ist. Das konnte ich verstehen. Ja, doch. Ich nenne den Namen aber nicht. So, noch eine Frage auf dieser Seite. Ja, Brigitta Grobusch, KV Düren. Und zwar eine Frage habe ich, was mich auch sehr beschäftigt ist in Frankreich. Diese Unruhen, die hier auch kaum kommentiert werden. Wie sieht das aus, wenn jetzt diese Ministerpräsidentin von den Front National, diese Le Pen, wenn die gewinnen sollte, wie würde sich das für uns auswirken? Was haben wir für Chancen dann eventuell hier in Deutschland? Moment, also zunächst mal ist das eine innerfranzösische Angelegenheit. Ich hab die auf meiner Facebook-Seite massiv angesprochen, auch mit bewegten Bildern dazu, und das hat über 700.000 ist über 700.000 Mal geklickt worden seither. Das heißt, das wird hier massiv wahrgenommen, wenn man es auf diesen Medien transportiert. Uns erscheint das auch wichtig, das zu tun, weil es hier nicht so richtig vorkommt. Das sind bürgerkriegsähnliche Zustände, die wir da haben. Und das ist ein Vorgeschmack auf das, was uns hier auch droht. Und deswegen nehmen wir das sehr ernst und würden uns wünschen, dass da seitens der deutschen Medien genauer hingeschaut wird. Darum transportieren wir das über Facebook. Was jetzt Marine Le Pen und den Front National anbelangt, die ist nicht Ministerpräsidentin, sondern sie tritt zur Wahl des französischen Staatspräsidenten an. Also der Front National würde zunächst einmal an den Zuständen, die bereits existieren, ad hoc auch nichts ändern können. Die würden aber sicherlich eine deutlich restriktivere Migrationspolitik betreiben als alle anderen, die da zur Wahl stehen. Und das könnte je nachdem sukzessive heilend wirken oder auch nicht, je nach politischem Verständnis. Das heißt, der Front National hat in puncto Migrationspolitik sicherlich ganz interessante Positionen. Zugleich empfinden wir oder haben wir als AfD gegenüber Front National in anderen Politikfeldern aber durchaus auch abweichende Positionen. Wenn ich etwa an wirtschaftspolitisches Programm des Front National denke, muss ich Ihnen sagen, gefällt mir überhaupt nicht. Und da, wo nationalistische Töne anklingen, auch nicht. Das ist für mich der Unterschied. Nationalismus ist etwas, womit ich relativ wenig anfangen kann, wenn es dann die Abwertung der anderen Nationen beinhaltet. Das ist für mich Nationalismus. Darum verwende ich den Begriff Patriotismus, den halte ich für hochnotwendig und richtig. Und da ist der Front National mir persönlich, aber das ist eine persönliche Einschätzung, zuweilen zu sehr ins Nationalistische gekehrt. Das überzeugt mich nicht. Und dann die wirtschaftspolitischen Bedenken, die hinzukommen. Die Probleme lösen, werden die so wenig wie die anderen auf kurze Frist, weil das ein Problem ist, wenn man Frankreich ein bisschen kennt, und Sie kennen die Banlieue um Paris herum und haben sich da mal, also man kann sich da wirklich kaum bewegen, aber wenn man sich das mal anschaut, dann weiß man, das ist in kurzer Frist nicht lösbar, absolut nicht. Ja. Auch das würde ich gerne ergänzen. Ich selber habe in Frankreich 3 Semester studiert, ist schon lange her, aber ich erinnere mich natürlich noch, und ich habe im Rahmen meines Berufslebens sehr viel mit französischen Konzernen gearbeitet. Die Problematiken mit den Zuwanderungen und Migranten in Frankreich sind nur bedingt vergleichbar mit der Problematik der Zuwanderung hier in Deutschland. Und zwar deshalb, weil diese Gruppierungen von Menschen A, französischsprachig sind, die in Frankreich sind, weil sie aus den ursprünglichen französischen Kolonien letztlich kommen.
Das ist ein wesentlicher Unterschied. Aber was wir natürlich schon sehen können, ist, dass diese islamischen Migrationsgruppierungen, die sogar die französische Sprache sprechen, sich nicht und gar nicht mit der französischen Kultur, mit der französischen Gesellschaft, mit der Struktur der Gesellschaft identifizieren. Und hier kann man das sehen. Wissen Sie, wir reden immer von Integrationsproblemen dieser Menschen. Wir reden immer von Parallelgesellschaften dieser Menschen. Wir sind schon viel weiter und die Franzosen sind hier wirklich weiter. Das sind veritable Gegengesellschaften, die ihren Durchsetzungskampf mit den autochthonen Gesellschaften gerade anfangen zu beginnen. Und das werden wir in Deutschland auch haben. Und deshalb ist diese Problematik am Beispiel Frankreichs überzunehmen, überzuleiten auf das, was wir hier in Deutschland haben werden. Hinzu kommt, und da teile ich völlig die Einschätzung von Herrn Meuthen, der Front National ist in seinem Kern, wie alle französischen oder die meisten französischen Parteien, eine sozialistische Partei. Die ganze Strukturierung der französischen Wirtschaft ist zentralisiert, Planification ist absolut vergesellschaftet, kollektivistisch, korporatistisch organisiert. Und dann kommt beim Front National noch ein sehr, sehr starker nationaler Impetus, la grande nation. Der Ansatz der Franzosen und auch des Front National wird sehr stark sein. Wir sind, wenn die Frau Le Pen tatsächlich Staatspräsidentin wird, sie redet zwar davon, dass dann möglicherweise ein Frexit möglich ist, ein Referendum, aber der erste Schritt wird sein, die vermeintliche Dominanz, wirtschaftliche Dominanz der deutschen Wirtschaft wieder weiter brechen zu wollen, indem man Transfersystematiken wieder einführt. Und dann wird die Frage kommen in Europa, wir müssen ein Konjunkturprogramm machen, Größenordnung 500, 600 Milliarden. Und wer soll das bezahlen? Die deutsche Volkswirtschaft. Und das wird aber Deutschland nicht mehr schaffen. Und dann wird möglicherweise Frau Le Pen sagen, na jetzt machen wir ein Referendum, weil in diesem europäischen Verbund, Euro-Verbund, macht es für uns dann vielleicht doch auch keinen Sinn mehr. Und dann sind wir nämlich wirklich in den Hintern gekniffen. Wenn die dann abhauen, dann sind wir mit einem an und für sich abgewirtschafteten Süden und einem nicht mehr wieder aufgebauten Osten sozusagen die Letzten, die übrig bleiben. Und ich glaube, dann ist die Zeit gekommen, wo wir über einen Ausstieg auch von Deutschland über dieses Konstrukt, über diese Währungsunion dann nachdenken sollten. Denn heute das zu fordern, Ausstieg aus der EU-Konstruktion, Ausstieg aus dem Euro, das ist nicht politisch gedacht. Das kommt uns aufgrund unserer politischen Situation einfach historisch, momentan nach unserer jetzigen Bewertung, einfach noch nicht zu. Das heißt, wir müssen reagieren auf das, was unsere Nachbarländer letztlich politisch entscheiden. Meine Meinung. Herzlichen Dank, Herr Renner. Wir haben noch zwei Fragesteller und dann möchte ich bitte alle Beteiligten, die an diesem Abend mitgewirkt haben, diesen schönen Abend zu organisieren, auf die Bühne bitten für ein gemeinsames Bild. Und anschließend können die Herren dann nach oben gehen, wo dann die Pressekonferenz stattfindet. Das Mikrofon ist schon in der Hand. Ich bitte um die Fragestellung. Ja, Martin Kronberg aus dem Kreisverband Düren. Bei so viel geballter Kompetenz heute oben auf dem Podium möchte ich noch zum Schluss ein dickes Brett mit Ihnen bohren. Die Problematiken und Probleme, die wir momentan in Deutschland haben, haben ja auch einen Grund. Und einer dieser Gründe ist eine Agenda, die ich als Neoliberalismus bezeichnen würde. Martin Renner sprach vorhin davon, das ist eine globalistische Ideologie, die im Prinzip ja die internationalen Finanzkonzerne in erster Linie voranbringen und unterstützen soll. Geldströme, Menschenströme, Warenströme, Investitionsströme und auch Sicherheitsströme transportieren soll. Ich weiß, dass Professor Meuthen ein Ordoliberaler ist. Wie würden Sie als Ordoliberaler unterscheiden vom Neoliberalismus und diese Gegenagenda, die eigentlich unser politischer Gegner ist, denn alle Parteien in Deutschland, die sogenannten Kartellparteien, sind neoliberale Parteien. Wie würden Sie das unterscheiden? Also zunächst einmal würde ich dem Letzten, was Sie sagen, vehement widersprechen. Wenn Sie die neoliberal nennen, die sind für mich sozialistisch.
dann ist das, was wir unter Neoliberalismus verstehen, im Grunde genommen eine Freiheit jedweder Regulierung. Und damit macht man üblicherweise schlechte Erfahrungen. Und zwar kann man hier oder da mal, ich habe diese Anflüge auch, den einen oder anderen libertären Gedanken haben, der in diese Richtung geht. Aber das trägt nicht. Ordoliberalismus, und das in der Tat, da haben Sie völlig richtig gesagt, ist meine Position, ist die, dass der Staat einen Ordnungsrahmen vorgibt, innerhalb dessen die Akteure dann frei agieren können als private Individuen, wie als private Unternehmen. Uns geht darum, wenn wir eine Volkswirtschaft haben wollen, die funktioniert, die ist aufgebaut, das ist das Konstrukt der sozialen Marktwirtschaft. Hat funktioniert über Jahrzehnte und ist schrittweise dann immer weiter überreguliert worden, was dann eine kurze neoliberale Gegenströmung gebracht hat, die es auch nicht gebracht hat. Im Kern müssen wir uns zurückbesinnen auf den Ordo-Gedanken. Der Staat ist der Regelsetzer, ist der Schiedsrichter, nicht der Player, nicht der Spieler. Und wir brauchen, das können Sie auf den wirtschaftspolitischen Bereich nehmen, wie übrigens auch auf alle Rechtsgebiete übertragen, auch Strafrecht, was ich angesprochen habe. Wir brauchen einen Schiedsrichter und der muss mit gelben und roten Karten ausgedrückt werden. Ich gehe jetzt mal ausgestattet sein, ich gehe jetzt mal in die Fußballersprache. Und er muss auch bereit sein, die anzuwenden. Und so brauchen wir einen Rechtsrahmen für das wirtschaftliche Geschehen, in dem der Staat sich nicht einmischt, in dem er aber die Regeln setzt und die Regeln durchsetzt. Und zum Ordoliberalismus gehört auch, und das ist der Punkt, wo unser Wirtschaftssystem am allerkrankesten ist, gehört auch als eines der konstituierenden Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft Haftung. Können Sie bei Walter Eucken nachlesen, also Gründer dieser ganzen Denkrichtung der sozialen Marktwirtschaft. Und das Haftungsrecht, das haben wir nicht. Stattdessen haben wir managergeführte Gesellschaften und die machen dann wie Frau Hohmann-Dennert nach einem Jahr bei VW sich in Schlangenfuß und gehen mit 11 Millionen nach Hause. Das muss man sich mal reinziehen. Was wir also im Grunde genommen brauchen als ordoliberales Konstrukt, sind auch inhabergeführte mittelständische Unternehmen. Das übrigens, was Baden-Württemberg so stark macht als Bundesland, weswegen wir noch relativ prosperierend dastehen. Das brauchen wir. Und was wir abgeschafft haben, ist die Haftung. Und das ist dann Neoliberalismus. Jeder bedient sich, jeder macht sich einen schlanken Fuß und dann kommt genau so ein Chaos dabei raus, wie wir es mit dem ganzen Bankenrettungsirrsinn haben. Das darf nicht sein. Darum brauchen wir einen klaren Regelrahmen. Und das markiert den Unterschied zwischen Ordo und Neoliberalismus. Und klar, ich stehe da auf einer Ordo-Position, eindeutig. Sehr schön. Wir machen dann Schluss. Aber eine kleine kurze Bemerkung. Soziale Marktwirtschaft, das ist im Grunde das Element unseres nach dem Desaster, nach den Problemen des Dritten Reichs. Soziale Marktwirtschaft, was ist denn die soziale Marktwirtschaft? Was ist denn das Hervorstechende? Es begründet sich eigentlich auf die katholische Soziallehre, mit der ich mich sehr, sehr stark beschäftigt habe, weil ich mal Priester werden soll. Personalität, Subsidiarität, Solidarität. Das heißt, die soziale Marktwirtschaft hat bedeutet, jeder Gruppe in der Gesellschaft einen Anteil an den Produktivitätsfortschritten zukommen zu lassen. Die Alten haben was bekommen, die Jungen haben was bekommen durch bessere Schulbildung und die Arbeitnehmer haben was bekommen und die Arbeitgeber haben was bekommen. Haben wir denn heute noch eine soziale Marktwirtschaft? Wer macht denn heute die Beute bei den Produktivitätsfortschritten? Das ist die internationale Finanzindustrie, große Konzerne. Und wer ist der zweite Beutenehmer? Der Staat. Und diese zwei schöpfen sozusagen die Produktivitätsfortschritte ab. Und da müssen wir wieder zurückkommen, dass diese Produktivitätsfortschritte unter Einbezug der Haftung, was völlig korrekt war von Herrn Meuthen, sozusagen die Produktivitätsfortschritte wieder auf die Teile unserer Gesellschaft zur Verteilung zu bringen. Und dann haben wir wieder ein befriedetes, ein friedliches, ein zukunftsorientiertes und auch, Anführungszeichen, glückliches Deutschland. Dankeschön. Jetzt hören wir auf. Zur letzten Frage, wenn das Mikrofon denn wieder funktioniert. Wer hatte sich hier gemeldet? Hey. Moin. Ich bin Jonas. Ich gehe zur Schule, ich mache dieses Jahr Abitur. Und ja, bei uns auf dem Gymnasium haben sie ehrlich gesagt nicht so viel Zuspruch. Das mag an ihrer Position liegen, aber auch oft an der Begründung oder Herleitung ihrer Position. Und zum Beispiel haben sie vorhin über Kriminalität gesprochen. Und auch da, das ist da so dargelegt, dass Kriminalität ja irgendwie in unserer Gesellschaft veranlagt ist, das den Menschen so an.
Aber ehrlich gesagt kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, denn Kriminalität ist nichts rein natürlich Menschliches, sondern ist sozial strukturell hervorgerufen. Und dann haben Sie vorhin über Islamisierung gesprochen und ehrlich gesagt konnte ich diesen Punkt auch nicht nachvollziehen, denn woran genau erkennt man jetzt die Islamisierung eines Landes? Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass es in gewissen Städten halt Viertel gibt, wo es viele Araber gibt, da gibt es viele Türken, die versammeln sich halt in einem Viertel. Aber dann sehe ich das nicht als Problem des Islams, sondern eher an einem soziostrukturellen Problem, das eher politisch hervorgerufen ist und halt nicht durch den Islam als Religion. Und da stößt es halt bei mir auf Ablehnung, dass man den Islam so generalisiert. Und Sie haben vorhin von Differenzierung gesprochen. Sie haben dem Raum zugemutet, ja, Sie differenzieren ja in Ihrer Argumentation, aber wenn Sie den Islam als Religion nicht genug in seinen einzelnen Gruppierungen, Strömungen differenzieren, dann ist das einfach meiner Meinung nach ein Fehler und ich kann Ihre Argumentation einfach logisch nicht nachvollziehen. Weil genauso gut kann man über das Christentum argumentieren und einfach allgemein eine Debatte über Religion führen. Kommen Sie zu einer Frage, ja, weil die Zeit ist sehr fortgeschritten. Darf ich ausreden? Dankeschön. Ja, aber bitte mit einer Frage. Nein, es geht sich ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie den Islam hier in diesem Raum verteidigen möchte. Ich möchte nur die Argumentation oder die Logik der Argumentation ja mehr oder weniger kritisieren, weil sie halt einfach nicht logisch schlüssig ist und einfach nicht differenziert genug. Ja, und dann zum Beispiel das Thema EU. Also ich... Ja, das war, ich habe bisher gar keine Frage gestellt. Ich habe mir... Ja, das, genau das ist das Problem. Das ja, wollen wir aber gerne. Ja, die Frage kommt doch jetzt. Ja. Meine Aussage begann ja daran, dass Leute in meinem Alter ihre Positionen nicht nachvollziehen können. Und jetzt zum Beispiel meine Frage, Thema EU. Wie sieht das denn eigentlich aus, dass man die EU anders gestaltet, sodass sie für uns junge Leute, weil wir werden davon am meisten haben, immer noch genug haben? Also Reisefreiheit, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwie die Währung umtauschen muss. Ich kann im Ausland studieren, ich kann im Ausland arbeiten, etc. Okay, fertig? Dankeschön. Ich mach das mal, ja. Also Punkt 1. Können wir kurz gemeinsam zur Ruhe kommen, weil die Zeit ist sehr fortgeschritten. Ich würde es auch gerne so kurz wie möglich beantworten, weil die Zeit wirklich drängt, sonst muss ich die Pressekonferenz ausfallen lassen, weil ich muss dann nach Hause. Ja, also erster Punkt, Kriminalität. Doch, die Kriminalität ist dem Menschen immanent und man kann das in der Tat durch Sozialisation abmildern. Und das ist uns als Gesellschaft aufgetragen. Das machen wir, das nennt man auch Erziehung. Das funktioniert niemals perfekt. Nichts anderes als das habe ich gesagt. Und das ist auch so. Das heißt, eine völlig kriminalitätsfreie Gesellschaft ist eine Utopie, wird es niemals geben. Wir können aber Bedingungen dafür schaffen, dass die Kriminalität stark oder schwach ausgeprägt ist. Ich habe relativ viele Erfahrungen mit einem der kriminellsten Länder der Welt, das ist Südafrika. Und ich könnte Ihnen wortreich erklären, warum die Kriminalität dort so gigantisch hoch ist und sie hier immer noch geringer ist. Aber das würde in den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. Das zweite Thema Islam. Also alles, was recht ist. Aber wir können das empirisch angehen. Und dann schauen Sie sich mal, aus welchem Kulturkreis Einreisende die höchsten Kriminalitätsraten haben. Und dann werden Sie feststellen, die stammen allesamt aus muslimischen Ländern. Und dann schauen Sie sich mal an, aus welchen Kulturkreisen die Menschen kommen, die sich hier am schlechtesten integrieren, die sich am meisten unseren Gesetzen verweigern, die sich am meisten verweigern, unsere Sprache zu lernen, die geringsten Bildungsstände haben, auch nach vielen Jahren hier im Lande und die höchsten Arbeitslosigkeitsraten haben. Mit Verlaub, das sind nicht Südostasiaten, das sind auch nicht Westeuropäer, das sind Menschen, die aus dem muslimischen Kulturkreis kommen. Und dann könnte man darüber hinaus mal ein bisschen Textexegese, Koran machen und das mit der Bibel abgleichen und dann werden Sie substanzielle Unterschiede finden. Auch das führt deutlich über das hinaus, was hier leistbar wäre. Das wäre ein ganz eigenes abendfüllendes Thema.
Und da müssten wir mal ein bisschen konkreter da reingehen und dann würden Sie sehen, wo unsere Bedenken begründet liegen. Aber nochmal, es ist die empirische Datenlage, die sehr eindrucksvoll belegt, dass Integration am schlechtesten gelingt mit Menschen aus muslimischen Kulturkreisen. Das ist nachweisbar. Und der dritte und letzte Punkt, was für eine EU wollen wir? Sie sind noch sehr jung und Sie zahlen noch nicht groß Steuern. Das wird sich, wie ich zu Ihrem Besten hoffe, ändern. Und zwar substanziell, dass Sie sehr viele Steuern zahlen. Das setzt nämlich voraus, dass Sie relativ viel arbeiten und erfolgreich sind. Und das wünsche ich Ihnen. Und dann werden Sie sich auch mal mit der Frage beschäftigen, für was Sie diese Steuern zahlen. Und wenn Sie sich dann den EU-Haushalt einmal anschauen, der im Moment ein Volumen von rund 150 Milliarden hat, und da mal tiefer reingehen und gucken, was mit diesem Geld gemacht wird, dann werden Sie feststellen, dass Ihnen das nicht nur als junger Mensch nicht gefällt, sondern als mittelalterlicher und alter Mensch auch nicht, weil da unglaublich viel unglaublicher Unfug getrieben wird. Und nochmal, es geht nicht darum, die EU abzuschaffen, sondern sie auf das zu beschränken, was sinnvollerweise als supranationale Aufgabenwahrnehmung in Europa erfüllt werden sollte. Das können Sie statt mit 150 Milliarden auch mit 30 Milliarden machen. Dann sind die Steuerzahler weniger belastet und man fokussiert sich auf das, was wirklich elementare supranationale Aufgabe ist. In die Richtung sollte das gehen. Und einige mögliche solche Aufgabenfelder habe ich in meinem Vortrag genannt. Dem kann ich jetzt hier nicht noch mehr hinzufügen, weil das den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Soweit meine Antwort.